Sechs Tage Interschutz sind jetzt schon fast vorbei und um ehrlich zu sein, waren sechs Tage sogar ein bisschen kurz, um alles Tolle hier zu sehen auf unserer Messe der Rekorde. Eindrucksvoll. Riese Autos. Richtig cool und interessant. Ist, wie gesagt, es ist top. Haufen Neuigkeiten. Wir haben selber unser eigenes Fahrzeug beim Aussteller da oder beziehungsweise beim Hersteller da. Das ist natürlich schon interessant. Klar. Schöne Sachen, was wir noch nie gesehen haben. Also sehr interessant. Ja, sehr beeindruckend. Also die Gerätschaften, die hier sind, sind also wirklich schon erstaunlich, ja. Überwältigend bis jetzt. So viel neue Technik, die Autos. Wir wollen uns ja heute ein neues Auto aussuchen, angucken, probieren. Und was wir jetzt gesehen haben, ist schon Wahnsinn. Also so viele neue Sachen. Wirklich Wahnsinn. Ich war sehr beeindruckt, wie viele Firmen hier ausstellen und auch die Dynamik dieses besonderen Events mit großen und kleinen Unternehmen. Ich war auch begeistert von der Möglichkeit, hier eine enge Zusammenarbeit zu starten, um am Ende noch effizienter zu sein. Work together in order to be more efficient. Also wir haben hier in Hannover viele gut laufende Messen, aber die Stimmung, die wir hier diese Woche erlebt haben, haben wir lange nicht erlebt, weil auf der einen Seite die Aussteller hier waren, die fünf Jahre ihre Innovation vorbereitet haben und die sind auf Besucher getroffen, die genau daran interessiert sind. Deshalb hier eine ganz positive Stimmung. Der Interschutz ist in eine neue Dimension gewachsen. Wir hatten einen Ausstellerrekord bei der Anmeldung schon und haben jetzt 157.000 Besucher hier gehabt in dieser Woche. Das ist auch ein Rekord, aber vor allen Dingen die Qualität hat gepasst. Das ist noch viel wichtiger als die Masse. Also ein ganz positives Fazit zur Interschutz 2015. Kleine Lego-Männchen sehen sie aus, die tausenden Besucher, die heute nochmal zum letzten Tag der Interschutz 2015 gekommen sind. Für mich endet die Messe dort, wo sie angefangen hat, hoch über den Dächern. Und eins kann ich jetzt schon sagen, ich freue mich definitiv auf die Interschutz 2020.